Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im VIP-Bereich der Fly Alarm Arena, grüßen Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel des FC Würzburger Kickers gegen den VfB Stuttgart. Wir hatten heute 12.475 Zuschauer, Fly Alarm Arena war damit ausverkauft. Ich begrüße zu meiner Linken ganz herzlich Hannes Wolf, den Cheftrainer des VfB, und zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Bernd Hollerbach. Hannes, Ihnen gebührt das erste Wort zu diesen 90 Minuten hier in Würzburg. Ja, hallo zusammen. Also erstmal natürlich Glückwunsch an Würzburg. Haben wir heute ihr fantastisches Jahr 2016 dann nochmal gekrönt mit einem hochverdienten Sieg. Das ist natürlich aus unserer Perspektive ein schwieriger Tag, weil wir all das, wie wir nicht sein wollen, heute in das Spiel gelegt haben, oder so haben wir gespielt. Wir waren in allen Momenten zu langsam. Unser Ballbesitz hat so geendet, dass wir dann auf dem Ball standen und nicht mehr wussten, wo wir hinspielen wollen. Würzburg hat die Zweikämpfe gewonnen, hat dann gut gekickt. Wir wussten auch, dass sie gute Spieler haben. Haben darin aber dann sofort die Orientierung verloren. Wer muss den Zweikampf führen? Wer muss sichern? Wie orientiere ich mich in der Defensive? Haben eigentlich in allen Belangen waren wir unterlegen. Und das ist maximal enttäuschend. Ich habe jetzt auch nicht so Lust zu sagen, aber die Tabelle ist eigentlich ganz okay mit dem dritten Platz und mit Schlagdistanz auf 1 und 2. Also das wird dann wahrscheinlich irgendwann mal so über Weihnachten kommen und daraus werden natürlich auch wieder Themen entstehen, mit denen wir dann sehr intensiv weiterarbeiten. Aber Fakt ist, dass ich auf diese Spiele, wo du eigentlich das Gefühl hast, dass der Gegner einfach mehr gewinnen will, sich mehr über Intensität, über Geschwindigkeit, über Kampfkraft definiert und wir ein bisschen kicken wollen, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und wir brauchen einfach eine Kultur, die das komplett respektiert, die das berücksichtigt, weil Würzburg hat basierend darauf seinen Weg gemacht, natürlich auch mit Qualität und mit einer sehr guten Einstellung. Und die Entwicklung der beiden Vereine sind ja relativ gegenläufig. Und um das zu stoppen, um uns zu finden und in dieser Saison erfolgreich zu sein und auch für die Zukunft erfolgreich zu sein, brauchen wir einfach eine Kultur, wo wir in allen Phasen die Intensität gehen, die Zweikämpfe gehen und dann da drin trotzdem Fußball spielen. Und das hatten wir heute nicht und deswegen ein sehr enttäuschender Abschluss dieser Hinrunde. Vielen Dank fürs Erste. Bernd, dein Blick auf diese letzten 90 Minuten des Fußballjahres hier in Würzburg? Ja, ich denke, dass ich heute sehr, sehr zufrieden bin, sehr stolz bin auf meine Mannschaft. Ich habe ja 2015 schon gedacht, nach dem Superjahr, es könnte nicht mehr besser werden. 2016 ist natürlich für uns wieder ein grandioses Jahr, haben wir noch einen draufgesetzt. Jetzt mit der Aufholjagd in der dritten Liga, Relegationsspiel und jetzt eine tolle Halbserie gespielt. Die Mannschaft war von Anfang an da, präsent. Wir wussten, dass der Gegner viel Tempo hat, viel Geschwindigkeit hat. Ja, aber wir haben die Räume gut zugestellt. Stuttgart ist auch eine Mannschaft, die in den Anfangsminuten viele Tore gemacht hat. Und darauf haben wir uns gut eingestellt und haben dann darüber hinaus durch die Aggressivität, durchs einfache Spielen, mit dem Überlaufen haben wir uns dann einige Tormöglichkeiten rausgespielt und denke ich dann auch zu Recht die Tore gemacht und heute verdient gewonnen. Ich glaube, dass der Sieg in Ordnung war und wir heute Abend eine schöne Weihnachtsfeier haben. Ein Wehmut ist heute noch. Das schmerzt mich sehr, dass mein Kapitän Amir uns verlässt. Bei ihm möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die klasse Leistung, die er hier gezeigt hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, wie er in der Gruppe sich verhalten hat, wie er den ganzen Laden mitgerissen hat. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Dafür nochmal an Amir mein herzliches Danke und ich wünsche ihm eine gute Zeit als Manager bei der Admira. Und ich bin mir sicher, dass sie einen Top-Mann bekommen werden. Dem Gegner wünsche ich auch, Hannes, eine schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Und ich freue mich aufs Rückspiel. Wir sehen uns ja bald wieder. Danke. Die beiden Trainerstatements fürs Erste. Wenn Sie Fragen haben, einfach mal kurz die Hand heben. Hier vorne links, Frank Kranewetter von der Mainpost. Bernd, Tobias Schröck hat heute in vorderster Linie gespielt. War das seiner Zweikampfstärke geschuldet? Und war ja ein bisschen überraschend. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, der gegen Düsseldorf schon auf der 10 gespielt. Also der Offensivere von den drei Sechsern, weil einer immer mit sich zu Elli vorbewegt. Und Schröck ist ein intelligenter Spieler, ist ein junger, ehrgeiziger. Ein Junge, der sich halt unheimlich gut entwickelt hat, der sich sehr schnell an die Liga gewöhnt hat und ein tolles Spiel heute gemacht hat. Noch eine Nachfrage hier vorne.
Du sagst ja immer gerne, dass ein Trainer immer eigentlich immer was zu kritisieren haben muss. Gibt es heute überhaupt irgendetwas, was dir negativ aufgefallen ist, oder bist du heute mal restlos zufrieden? Ich habe das Spiel noch nicht angeschaut. Ich bin ja nie zufrieden, das stimmt, Frank. Aber man kann sich immer wieder verbessern. Auch heute gibt es bestimmt wieder Sachen, wo man besser machen kann. Aber die Art und Weise, wie wir halt spielen, wie wir agieren, ja, ohne Angst. Ne? Wir haben nicht gegen irgendjemanden gespielt. Auch so die Entwicklung, ne? Weiß selber, vor 2 Jahren haben wir ja noch vor ein paar hundert Zuschauer gespielt. Deswegen überrascht mich das immer wieder, aber die Mannschaft ist sich einig. Wie gesagt, die waren sich letzte einig. So. Die haben eine unheimliche Gruppendynamik. Im Grunde genommen brauchen die mich nicht. Die machen das einfach hervorragend. Noch Fragen? Hier vorne Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten. Bernd, was bedeuten jetzt die 27 Punkte in Bezug auf den Klassenerhalt? Dass wir noch 13 brauchen, um drin zu bleiben. Also, wir bleiben demütig, wir wissen, wo wir herkommen. Ja, die Schere wird immer größer, auch in der zweiten Liga von Top-Clubs zu uns. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, deswegen es kann auch wieder schnell andersrum laufen. Bestes Beispiel war letztes Jahr Sandhausen, die eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt haben. Deswegen ist es jetzt wunderbar, dass wir so ein tolles Jahr haben. Das müssen wir jetzt auch genießen. Aber leider ist halt im Fußball immer wieder so, man muss sich dann am 27. wieder neu beweisen. Und es ist jetzt schön für die Moral, das bringt der Truppe wieder Moral, aber ja, das ist ja das Schwierige für uns Trainer, immer jede Woche die Gier reinzubringen, jede Woche nicht zufrieden zu sein, sondern immer wieder an sich zu arbeiten, besser zu werden, und da machen wir dann am 2. Januar wieder weiter, aber jetzt freuen wir uns erstmal ein bisschen. Noch Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, wünschen wir Hannes Wolf und dem VfB Stuttgart eine gute Nachhausefahrt. Schöne Weihnachten und den Kolleginnen und Kollegen auch vielen Dank für das Interesse in diesem Jahr an den Würzburger Kickers. An Geschichten, glaube ich, hat es nicht gemangelt. Auch Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gut nach Hause und wir sehen uns dann spätestens wieder am 27. Januar hier, wenn es gegen Braunschweig geht. Vielen Dank. Tschüss.